So, heute ist mal wieder Waschtag für meinen Bus. Und das Video ist heute nicht irgendwie spektakulär oder ist jetzt nichts, was ich Neues dran gebaut habe oder umgebaut habe. Aber ich will euch mal erzählen, was jetzt als nächstes angebaut, umgebaut und dran gebaut wird. Und es wird jedenfalls spannend. Bleibt dran. Nach dem Waschen werde ich euch dann erzählen, wie es weitergeht mit meinem Bus. Bin ich jetzt fertig. So, was kommt als nächstes? Und zwar kommt von Frontrunner eine Sackmarkise an der Seite. Wollte ja zuerst keine Markise, aber dann habe ich gesehen, dass es solche Sackmarkisen gibt und die finde ich ganz gut, muss ich sagen. So, und der Hammer kommt jetzt. Also, da freue ich mich schon die ganze Zeit drauf. Und zwar kommt an dem Bus eine Seitenleiter dran. Und zwar hier. Die lasse ich von Most Wanted anfertigen und ab jetzt Mitte März habe ich jetzt einen Termin, da wird sie montiert. So, wer das nicht verpassen möchte, abonniert mich bitte und die Glocke nicht vergessen. Und ja, was kommt noch als nächstes? Und zwar sind meine Sommerreifen runter, da kommt dann so eine BFG Rutschutsch drauf. So Ende des Jahres dann aber erst. Gleich als Ganzjahresreifen und es kommt noch eine Hörlegerung dran. So, dann muss ich aber noch mit dem TÜV klären, möchte ich gerne so eine Sonnenblende hier vorne dran haben, weil es die momentan auf dem Markt nicht mit RGB gibt. Und ich kann erstmal schauen, ob der TÜV die einträgt. Ja. Also ist momentan noch eine ganze Menge zu tun. Wahrscheinlich kommt da noch ein paar andere Teile dran verbaut und so, weiß ich jetzt noch nicht. Das fällt mir dann spontan ein, weil so ein Bus ist ja nie fertig. Da fällt einem ja immer wieder was ein. Und wie gesagt, wer es nicht verpassen will alles, abonniert mich. Ja, das war's jetzt erstmal und das nächste Video kommt dann halt wahrscheinlich dann mit der Leiter oder schon eher mit der Markise, wie ich die montiere. Ja, das war's dann erstmal für heute. Ich wünsche euch schöne Fahrt.